Servus Leute, wir sind zurück im Niger, Folge 9. Wir haben hier gerade das Problem, dass wir irgendwie hier vorbei müssen. Keine Ahnung wie, hier haben wir auch nichts mehr, außer nur so Gerümpelzeugs. Ja, also das ist relativ, wir sind uns relativ sicher, dass wir es einfach als erstes erledigen müssen, weil wir haben auch das Schild hier angeschaut. Der Stein ist die Düse. Da steht auch drauf Maschinenteile und die brauchen wir dann sicher für den Maschinenraum. Also ich denke, dass man irgendwie hier in den Raum muss, dann hat man es eigentlich schon gelöst. Wir haben ja auch schon alles ausprobiert, was es echt gibt. Es geht ja alles nicht, ich verstehe nicht wieso. Vielleicht muss man auch irgendwie direkt auf den Griff. Warte mal. Oder gibt es hier irgendwas, was man in die Wand anbohren kann? Ich glaube immer noch fest, dass dieser Handbohrer die Lösung von allem ist hier. Wir müssen uns, glaube ich, einfach mal hier alles erhellen. Wir haben doch eh so viele Zündkerzen. Aber was kann man denn hier anbohren? Die Tür anscheinend nicht. Wenn ich genau das Schloss, ich weiß es nicht. Nee. Was ist denn das hier? Keine Ahnung, ja, ich erhell mal alles. Wir haben ja eh genug. Also ist ja eh irgendwie hier. Wahrscheinlich müssen wir erstmal die Helligkeit irgendwie regeln. Glaubst du? Ja. Ja, hier ist es ja auch in den Mementos. Was haben wir hier noch so für Fässer rumstehen? Es könnte ja auch sein, dass es einen Geheimgang oder so gibt. Ja. Das ist ja eigentlich immer möglich bei dem Game. Einfach mal alles rumschieben, alles tun, was es gibt. Und der Glöckner ist, glaube ich, auch weg, oder? Ja, der ist weg. Der kommt nicht mehr. Ist hier oben, was auch nicht zu mir. Der hat Angst. Oh, da haben wir noch eine. Oder ist beleidigt, weil er immer Glöckner genannt hat. Ja, glaube ich auch. Ich werde auch beleidigt. Was haben wir da hinten? Mehl. Aber schöner ist der auch. Immer mehr Mehl. Wieso sind eigentlich immer diese Teppiche, dieser typischen? Jetzt ist hier der bedrohlich. Ist die Dunkelheit im Alter, was ladet dir jemand? Ah, nee, das ist immer so aussehen. Aber siehst doch, dass die Dunkelheit seltsam ist. Findest du die denn seltsam? Alter, ja, finde ich. Jetzt nicht mehr. Davor fand ich es seltsam. Da ist noch eine Kiste. Die hast du gerade dahin geworfen. So. Ja, keine Ahnung. Okay, Räume durchschauen, würde ich sagen. Vielleicht ist es auch unten wieder. Also unten, du weißt schon. Hier, was haben wir denn hier übersehen können? Hier ist nichts. Ich verstehe nicht, wieso die Frau immer schreit, weil sie sitzt hier eigentlich nie. Scheiße. Ja, dann brauchen wir halt jetzt wieder. Wir können üben. Zunderbüchsen. Gibt es hier noch irgendeine Lampe echt zum Anzünden? Jetzt genau, was ist denn das hier für eine Sache? Öllampen oder so. Hier ist auch nur so unnützes Zeug. Teppich. Hier ist nix. Das ist echt, echt scheiße. Ja, wir gehen jetzt einfach alles durch. Ich denke, es war in dem Raum da hinten. Du warst schon der unten. Ja. Weil der war ja richtig groß auch. Ist hier ist jetzt. Ja. Jetzt kann doch keiner mehr sagen, dass es unnatürliches Licht ist hier. Nee, echt nicht. Aber hier unten war ich schon. Keine Ahnung. Hier unten. Geh nochmal zu dem Fass da hinten. Das kam irgendwie verdächtig vor. Ich mach jetzt einfach alle Lichter an, so, okay. Ja, müssen nicht sparen, eigentlich. Nee. Wir sind zu 100 Büchsen raus. Ist ja noch ein Raum. Alter, man, die Laterne fehlt echt. Ja. Is anyone there? Ja, wir sind hier. Hey! Haben wir ganz übersehen, oder? Ja. Geil, Öl! Das rettende Öl! Das weiße Gold. Waren wir hier schon drin? Schon, oder? Ja, klar, aber ich hab's irgendwie gesehen, ne? Hier sind noch Bretter und eine Kerze. Und allerlei. Mann. Ja, erzähl doch mal irgendwas Spannendes, damit die Zuschauer sich nicht so langweilen. Ja, also es gibt ja noch reichlich mehr Gruselspiele, und wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann könnt ihr es auch mal in die Kommentare schreiben, zum Beispiel Gray oder Anna oder so. Kennt die sich auch? Hat sie sich auch schon mal gesehen irgendwo? Ich weiß nicht, ob ich das kenne. Ich kenne das nicht. Also Gray, also Gray oder... Gray kenne ich doch von Gronkh, du spielst du irgendwie. Ja, also wenn ihr das sehen wollt, dann könnt ihr es ja mal sagen. Also in die Kommentare schreiben. Ja, also wir werden es dann natürlich erst machen, nachdem das hier fertig ist. Ja, weil wir wollen ja doch abwechslungsreich sein und halt nicht immer nur... zum Beispiel Shoot the Breed auch. Shoot the Breed? Okay, zugerüstet. Ja, wir wollen jetzt abwechslungsreich sein und jetzt auch nicht nur Horror machen. Das Ventil ist zugerostet. Öl, um das zu entrosten. Natürlich haben wir kein Öl. Bohrer wäre das sicher auch nützlich. Glaubst du? Nein. Nein. Für die Flüssigkeit ist dein Behälter nötig. Alter, wir haben es gelöst. Vor allem, es war halt einfach. Ich habe halt einfach gelabert. Ich habe so aufgenommen, teilweise. Braucht man dann sicher einen Bohrer? Erst mit einem der zwei Bestandteile für die Herstellung der explosiven Mischung. Ich wusste, es ist hier. Das war mir irgendwie klar. Ich weiß auch nicht, warum. Brauchen wir noch mehr. Ich hab doch gesagt, es ist dieses Fass, das mir verdächtig vorkommt. Wir brauchen noch einen zweiten Bestandteil. Vor
weil ich habe halt wirklich so dumm gesagt, ja, so ein Bohrer, der hilft. Wieso kam dir das fast verdächtig vor? Das war doch nicht so. Ahnung, das kam irgendwie verdächtig vor. Alter, geil. Ja, ich wusste, dass die Bohrer irgendwas nützen. Ja, das war ja klar, dass sie zu irgendwas nützen, sonst hätte sie ja keiner genommen. Ja, da haben wir es doch. Sprengstoff. TNT. Alter, TNT war halt echt richtig. Ah, nee, ja, kommt das Wetten wieder, der Kerl. Nee, das war hell. Das heißt ja nichts. Ja, es ist echt alles hell, Mann. Das ist echt herbst hell jetzt hier. Kannst du echt durchgehen. Ist ja geil, Mann, wir haben es gelöst hier. Und da sind jetzt nämlich dann die Maschinen. Das ist unnötig, dass du das noch anzündest. So unnötig, das lass ich doch einfach. Ich will es an. Sorry. Alter, wir haben es. Ja, das war mir klar, dass die Fässer sind. Das war doch so klar. Der Chemietopf, der ist echt zu viel Nütze. Ja, der hat das schon zu zahlreichen Sachen. Steh nicht zu nah an der Explosion, dann verpiss dich doch mal ein bisschen. Ich will das jetzt einfach so oder was? Du musst halt umstoßen, ne? Wie kann man die durchführen, die Sprengung? Wahrscheinlich was dagegen werfen. Fäll ich mal erst dann durch, ja. Muss dich weit genug entfernen. Ist nicht weit genug, denke ich. Oh, doch. Ganz klar, weit genug. Ekel. Alter, was so ein bisschen Chemie ausrichten. Alter, wie geil ist gemacht, das ist Game, muss ich schon sagen. Und dann fahren wir fort im Lagerraum. Das sind jetzt die Maschinenteile hier. Echt? Das heißt auch Maschinenteile. Das ist der Part. Da haben wir jetzt wieder. Haben wir echt Zeit gestoppt? Nein. Mann! Du bist halt so dumm. Egal. Einfach ein bisschen noch weiterspielen. Mach einfach so lange, bis wir die Maschinenteile noch gefunden haben. Ja, da ist auch kein Öl drin, Mist. So, hier fürs Ende der jetzigen Aufnahme machen wir da mal einen Cut. Ja, machen wir einfach nach Gefühl. Ja. Unser Gefühl drückt ja meistens auch nicht. Gefühl. Dann haben wir wieder Mehl. Immer mehr Mehl. Immer mehr Brot. Stoff. Brot ist ja gleichbedeutend mit Stoff. Wer kennt noch Happy Birthday Brot? Schreibt es in den Kommentaren. Oh nein. Das ist nicht. Ja, geh mir in die Finsterheit. Dunkelheit. Jetzt sieht man wieder nichts, was so hell ist, und da ist eine Kerze. Verdächtig. Ja, da war nix. Da die Fackel, danke. Und da die Fackel, vielen Dank. Ich hab die Hunde. Alter! Nahrungsvorrat. Heftige Sache, Mann. Geiler Raum. Das sieht schon wieder so schön freundlich aus. Ne? Sieht assi aus. Zunderbüchse. Ich verbrauche dafür übelst viel Zunderbüchse, aber ich finde auch immer wieder welche. Ja, ohne den wird man es ja gar nicht überleben eigentlich. Ja, da wollten wir doch hin. Aber ja, da war noch ein aber ich würde erst noch ein bisschen mal umschauen. Ja. Wo ist noch Zunderbüchse? Hier gibt es hier noch ein paar Sachen. Was haben wir denn hier so? Da ist eine Zunderbüchse gewesen im Spiel. Was ist das? Da rechts. Achso, ja. So, ich dachte, du wolltest die Zunderbüchse. Wo dann? Links? Also da bei der Theke. Das war schon richtig. Ach du, mal duck dich. Weg, brauche ich das nicht, okay. Brauche ich das nicht? Bitte, ich flehe dich an. Flieh. Hat die zerschnitten. Echt? Gehört. Nee, ich habe alles drauf geachtet. Alter, pass mal auf, gell. Ich würde da nicht auf so rumstehen, wenn der Kerl da rumrennt. Ja, das schauen wir uns nachher an den Raum. Ja. Der Glöck, ich glaube, das war jetzt gar nicht derselbe Kerl wie vorher. Doch, das ist immer derselbe Kerl. Ja, der sieht immer schlimmer aus, als ich. Alter, verarsch mich! Alter, das ist dieses Massakerfeld, da ist gerade diese Frau gestorben. Nicht ins Feuer lang, das lernt man. Mann, ich. Alter, das ist schon wieder so schlimm gerade. Alter, Mann, das ist sicherlich diese Frau gestorben, die da geschrien hat. Ja, klar. Da haben wir die letzten beiden. Alter, geil. Wenn kein vollständiger Ersatzstab. Ist auch egal. Kann sein, dass der ganze Kerl irgendwie tausende von Leuten getötet hat. Alter! Duck dich. Doch, du kannst es schaffen, wenn ich dich einfach versteckst da drin. Ist doch nicht verstecken, ist doch kein Verstecken hier. Na, hier ist es vielleicht ein bisschen verstecken. Alter, wenn der jetzt da in die Ecke kommt! Alter! Was ist das für ein Spiel? Nee, der ist schon weg, oder? Ja, gut. Alter, was ist das für ein Game, bitte?
Ja, du hast halt keine Waffen, musst dich halt verstecken. Alter. Wollen mit der schleichen? Der Kleidner! Ja, jetzt ist es echt lustig, aber neben Augen kann ich jetzt noch. Hallo? Das wird aber nicht zu nah hingehen. Der Waldmann, das ist voll der alte Sack. Das ist voll der Gleppner. Der ist ja irgendwie halt nackt, oder was? Ja, ja. So ein Sonnen, naja. Ich glaube, mir geht's auch nicht so gut gerade. Dröhnt. Nee, das ist ganz schlecht, echt dröhnt. Okay, ich würde jetzt einfach abhauen, weil du hast alles, was du brauchst. Ja, ich will noch in den linken Raum da eigentlich. Jetzt ist ja hab ich eigentlich Öl? Nee, hab ich nicht. Musst du echt nicht hin. In den linken Raum. Ich geh jetzt in den linken Raum. Der Kerl ist ja doch rechts. Alter, raus, okay, wir brauchen den Raum nicht. Oh Gott. Alter, ich hab nie so in meinem letzten Leben Schocke. Alter, das ist so schlimm, ich spiel. Niemand. Du hast dich auch mit dich auf einmal gehen wir da, auf einmal gehen die da halt raus aus diesem Tür und dann kommt er ran. Ich mag Steven! Scheiße, Mann! Ja, der hinter die Theke oder so. Scheiße, wir sitzen in der Falle, gell? Alter, der Spawn-Fehler! Wir sterben halt gerade, gell, wenn wir den anschauen. Der geistige Zustand ist am Arsch, wir sind so gut wie am Arsch, Geist. Also, wie lange haben wir noch Zeit? Keine Ahnung. Sie haben gerade mal über den. Der kommt da nicht durch, gell? Ja, ich weiß, der hat Spawn-Fehler, wir haben es eigentlich verkackt jetzt. Okay. Will der jetzt denn nicht mehr. Oh. Jetzt einfach wieder zum anderen. Ich verstehe, hier gibt es da mehrere von den. Nein, der ist nur derselbe, der kann sich teleporten, also das Ländern mehr. Ich will nicht mehr. Also, das Geräusch in den Kopf. Ja, Mensch, Mann, wenn mich das jetzt nicht geschockt hat, dann. Ich kann nicht, ich kann nicht. Ich geb dir auch nicht was. Ich mein Kopf dreht übrigens auch. Meine Hände zittert übrigens auch. Das ist Alter. Und dann musst du mal ausdrängen. Alter! Vor allem das Geräusch, das geht halt nicht mehr weg, weil der halt bleibt. Also eigentlich müssen wir jetzt da irgendwie vorbei an dem Kerl. Ja, dann müssen wir kurz werden. Wir müssen halt jetzt da vorbeilaufen oder so tun. Der Gleitner! Auf ihn zu! Mach halt das Maul. Oh, lauf einfach vorbei. Lauf einfach an ihm vorbei. An einer Seite oder so. Wie sieht der aus? Ja, ist der hässlich. Ja, ich muss ja das sterben. Nee, musst du sterben, schon. Das ist eine Verletzung. Okay. Aber du kannst ihn. Geh jetzt einfach raus. Einfach raus. Ja. Bevor den Typ. Ja, ich dachte, ich kann ja nicht spawnen, weil du handelst. Ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen. Minecraft hier fucken können, kann keine Maske. Dreh ihn mal kurz um. Da kommt er. Ja, ist, ich bin stick. Vorhin wir haben beide so übelst geschrien, als er schon wieder vor uns stand. Alter, die Folge ist nicht egal, Mann. Langsam wird dieses Spiel echt krass. Alter, ist das immer fest. Dieses Spiel wird langsam wirklich zur Qual. Hier, für die Zuschauer ist es auch interessant. Für euch, wir tun das alle nur für euch. Ja, ihr seid schuld. Ihr seid schuld, dass wir so ein Scheiß spielen müssen, Leute. Jetzt müssen wir nicht gleich weitermachen, weil jetzt sind wir so richtig in Stimmung. Oder? Ja, Maschinenraum, ich würde sagen, Aufnahmepause mal wieder, oder? Wir haben ja vorhin nicht. Ja. Ist eh eine längere Folge jetzt. Mhm. Blick, ach, hier ist jetzt auch wieder so schöner Kadaver. Schön. Und wie geht's dem hier? Well, das ist doch ein schönes Bild. Thumbnail. Das ist ganz Blut. Well, das ist ja so ein Blut. Das ist doch so meuchtig, der sitzt da jetzt drauf. Alter, und das ist so ein Brunnen. So ein Blutbrunnen. Okay, dann. Das Spiel ist so krank, Mann. Das ist so das krankeste Spiel, das ich je gespielt habe. Okay, wir hören auf, Leute. Boah, eine Pause. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge, Mann. Servus.